Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in meinem zweiten Account in Clash Royale wieder drin. Ich weiß nicht, ob das eine Folge wird wie bei der letzten, wo ich den Pass Royale gekauft habe auf dem Hauptaccount. Wir haben immer noch Schocktober, wie man oben sehen kann. Hier auf meinem zweiten Account, wie ich gelevelt habe. Naja, ich habe ein Video, glaube ich, verworfen. Ihr habt jetzt verpasst, wie ich Arena 2 komplett durchgeratet habe hier. Es fing alles nach dem Dings-Video an. Slash Royal endet aber jetzt auch bei... Das sieht man nicht, aber das endet in 9 Stunden. Hier auch noch 50% Rabatt. Das muss echt meiner hier tun. So, hier. Ich würde sagen, ich mache heute meine erste Truppe auf Max. Es pisst mich an. Mir fehlen 13 Karten davon, habe keine Tauschmarke mehr. Ich könnte mir im Shop, glaube ich, 5 Stück für 250 Gems kaufen, aber das ist mir zu viel. Und das wäre dann zu knapp und, ja. Weil es gibt kein episches Dingsbuch und ein Universalbuch benutze ich für 15 Karten nicht oder die fehlen. Oder 13. Darum zeige ich euch erstmal auf dem zweiten Account den Glitch. Das ist der Bot-Glitch. Das kann ich jetzt kontakten. So. Wie ihr seht, ich kämpfe gegen jemanden mit einem stabilen Namen, der nicht in einem Clan ist. Könnte natürlich jetzt ein echter Spieler sein. Glaube ich aber nicht. Weil... Zack. Komm, mach mal den Bot. Ich werde jetzt garantiert Free Crown holen, weil ihr seht ja, was er setzt, wie er setzt. Komplett random, bam. Plus noch diese Goldaktion, kriege ich auch noch ein bisschen Gold, bam. Ich krieg eine Goldtruhe, stabil. Gib mir mal das Koboldfass. So. Jetzt Account die Bounty switchen. Also wie gesagt, das geht bis Arena 12, also ich kann das hier auf dem Hauptaccount nicht mehr machen, weil ich bin hier Arena 12. Ich habe aus Langeweile selten gespielt. Ich weiß nicht, ob ich eine Tabelle eben einblenden kann, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. 3,9, ich glaube, ich bleibe da auch irgendwie so im 4000er Bereich. Am besten wäre es noch irgendwie, ja, das pisst mich auch an. Hier gibt es schon Joker. Hier eine Tauschmarke. Noch mehr Joker. Ich müsste. Ich würde gerade sagen, hier ist Arti. Mit 5-4. Und ich chill hier unten irgendwo. Und da ist Eto, der dumme Hurensohn. Und ja, eigentlich. Ja, ich setz. Das bist du an. Schade Schokolade eigentlich, aber ich würde sagen, ich habe hier noch ein zweites Deck. Ich muss das mal ein bisschen billiger machen. Du fliegst raus. Ich brauche ein provisorisches Deck. Darum befördere ich euch jetzt mit dem Buch der Karten auf Level 12. Eben gucken, ob das wirklich aufnimmt. Ja. Und dann werde ich euch... Ja, ich könnte jetzt so eine blöde Münzrunde nehmen, aber während Dings, ganz ehrlich, ich habe so viel Kohle auf dem Konto. Level 12. Jo, mein Königslevel, das ist... Ich habe 10 erreicht, dann begann Slash Royale und jetzt haue ich das sonst wohin. Universalbuch für Level 13. Screenshot. Perfekt. Und habe ich genug Screenshots? Noch einmal so machen. Zack und bam.
für Thumbnail. Elite-Barbaren auf Maxed. Junge, wie das pusht. Ich weiß gar nicht, ob diese Karte auch weitergesetzt wird, weil ich verreg mich hier die ganze Zeit mit dem Ding so auf. Wo stand das? News. Können ja kurz mal gucken. Da sich die Anforderungen geändert haben, haben wir beschlossen, den Spielern die Karten zurückzugeben, die sie bereits für frühere Updates ausgegeben haben. Oh, krieg ich die zurück, oder wie? Die Anforderungen ermöglichen bereits einen großen Teil des Fortschritts auf dem Weg zu den neuen Kartenstufen zu haben, wenn das Update live geht. Ein Beispiel, wenn du derzeit eine legendäre Karte auf maximal Stufe 13 hast, bekommst du direkt einen Stapel von 14 Karten gutgeschrieben. Du brauchst nur 6 weitere, um genug für Stufe 14 zu haben. Ui, Autsch. Wenn ich eine gewöhnliche Karte auf 12 habe, bekomme ich 500 Karten gutgeschrieben. Okay. Ja, tritt in Kraft, sobald das Update erscheint. Stimmt, da fand ich auch geil irgendwie. Ich weiß nicht, wo das stand, aber das war irgendwie. Sind jetzt die hier Dings übergeschnappt? Ich glaube, das war aber wirklich auch hier. So, die haben mich jetzt auf eine Seite gebracht. Ich musste mir meinen Plan. Oha, oder? Ist das... Ah, lol! Oh mein Gott, das muss ich... Nein, ich möchte keine Markt-Direktvermittlung. Ah, ich brauche dann weniger XP bis zum nächsten Königslevel. Mal Research gemacht. Wir nehmen jetzt mal den Kürzel. Oha. Okay, das muss ich ihm sofort sagen. Er wird es im Video sehen. So, ich habe es jetzt eben mit den ganzen Kürzeln gemacht von Arti, Kuku und, habe ich den auch per WhatsApp überall rüber geschickt. Also ich bin, glaube ich, mit der Einzige, der kein Level aufsteigt, weil ich brauche ein bisschen mehr Punkte. Die habe ich maxed. Zwar leider nicht die, die muss ich nächste Season nachziehen, aber... Deadlock dabei. Nee? Ja, fuck, die macht ein bisschen Schaden, aber nicht zu viel. Alles okay. Man merkt halt direkt, dass er einmal Pass Royal hatte, weil er Hexe auf 10 hat. Oh fuck. Ja, egal, da kommt ein Tower. Nochmal. Nochmal. Yes! Gut geblockt. Ja, ich muss aufladen.
Aber soll ich? So, den Tor habe ich. Nein. Fick dich. Jeder spielt gay, ich spiele jetzt auch gay. Pass auf, sonst hol ich mir so deinen zweiten Turm. Das ist mir scheißegal. Der macht Dings Damage. Den will ich nicht da dran lassen. Okay, ich hole mir noch den anderen, oder? Oder? Lol. Trotzdem immer nett sein. Immer nett sein. Immer nett sein, nicht lachen. Nett sein. Du hast gerade Probleme in der Familie. Du spielst Clash Royale, bist angepisst. Egal, nett sein. Schade, keins zum Upgrade fähig. Dann nehme ich den Bombenturm. Junge, ich hab das Emote schon. Ich hab den schon. Ich hab den schon. Oh. Tradet sogar gerade. Gewünschte Karte. Ein Funky mehr. Ach komm, dann verbessere ich den. Ja, komm. Danke. Komm, wir haben Slash Royale. Du gehst auch auf 10. Bam. Kann ich das noch irgendwie auf 15k bringen? Habe ich nicht irgendwas, was ich noch leicht verbessern kann? Oh, die ist maxed. Okay, 10. Wir bleiben stabil. Was hat der für ein Deck? Sieht auf die Arena 1. Mit der Hexe werde ich fertig. Ich habe keinen Lock, aber ich habe das hier. Oh scheiße, wir müssen die Dings abfangen. Ich habe nichts, kannst du kurz... Der spielt mit einem sehr billigen Deck. Ah, I see. Oh, das erste Mal, dass ich jetzt gleich Elite Barbaren auf 13 setze. Oh, bereit, aber ich brauche noch einen Push hinterher. Ich brauche Magier. Jetzt mal hier Hexe hin. Oh, wie gay sind die. Boah, geschafft. Ja, ich muss warten, bis im richtigen... Oh, das sind so typische... Oh, ich bin in der hohen Arena. Wobei... Oh, oh, yes! Junge Magier auf 10. Arti hat recht gehabt. Egal, hau drauf einmal. Oh, 13. Ja, komm, Mega-Ritter. Ja, 13. Nein, die müssen durchkommen, die müssen durchkommen. Ja. Ja, einer ist dran. Einer. Oh, Junge. Oh. Oh. That's a lot of damage. Oh mein. Oh mein Gott, du. Nett sein. Fun Fact, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, kann ich euch das ja mal kurz zeigen. Ich spiele immer noch den normalen Turmskin.
Och, Gold. Joa, ich krieg 1000 Gold. Ich fühle mich so abgezockt. Gerade weil ich jetzt letztens erst 130.000 hatte. Ja gut, die sind jetzt weg, aber das ist ein anderes Thema. Klankrieg wieder mal im Verlieren, aber naja. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.